Hallo, liebe Rollenspielfreunde und recht herzlich willkommen hier auf unserem Kanal 4Buttons. Ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Mass Effect. Ja, und wie ihr seht, sind wir schon an Bord der MSV Fedele. Ich habe Garrus und Liara mitgenommen. Und ich muss zugeben, das ist nicht die erste Aufnahme dieser Folge. Das heißt, ich weiß genau, was jetzt passieren wird. Das ist nicht besonders viel, ist aber auch erstmal egal. Mir ist mal wieder die Aufnahme kaputt gegangen. Ich habe da momentan echt massive Probleme. Eine ganze Zeit lang zwischendurch ging es gut. Jetzt ist wieder totaler Mist. Innerhalb von, ich habe 5 Folgen aufgenommen und 3 Folgen davon waren im Arsch. Bin so langsam genervt. Na gut, wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir marschieren hier mal rein. Wir sehen schon auf dem Radar unten, dass Feinde auf uns warten. Und ich möchte ganz kurz eben einmal die Pistole auswählen. Und ich glaube, ich habe ja schon irgendwie was angepasst, wäre mir nicht irre. Also ich hatte das gespeichert schon. Ursprünglich hatte ich auf der Normandy gestartet, aber da ich jetzt hier dieses Safe Game hatte, habe ich mir gedacht, gut, machen wir es mit dem Safe Game. Das Vorgeplänkel können wir uns sparen. Da müssen wir rein. So. Und da laufen schon die ersten Gegner rum. Testsubjekte. Wir lassen ihn mal ein bisschen näher kommen. Oh, oder so? Offenbar hat Salia noch mehr gemacht, als Organe zu klonen. Ja, Garrus. Das sagt er übrigens nicht immer. Höre ich gerade zum ersten Mal. Oh. Wir haben ein Problemchen. Was ist denn hier los? Was ist denn mit Garrus passiert, wenn ich mal fragen darf? Das geht aber gar nicht. Danke. Ja, bitte, kein Thema. Ich verstehe nur gerade nicht, was da passiert ist. Wo sind denn die Arschkrampen? Noch wo einer? Einer muss doch noch sein hier irgendwo. Ja, was machst du denn da? Die macht das hier im Alleingang, ey. So, jetzt hier Medikit bitte. Wir haben die Schilde verloren. So. Hier haben wir gesäubert. Hier ist auch nichts weiter. Wir gehen mal weiter. Ja, die Mission ist auch relativ schnell abgeschlossen. Aber das ist nicht weiter wild. Denn wir haben noch ein bisschen was anderes zu tun. Was mir nämlich eben bei der Aufnahme vorher schon aufgefallen ist. Aber da komme ich gleich noch zu. Danke. Danke, dass Sie mich vor diesen Dingern gerettet haben. Commander, das ist er. Das ist Dr. Salion. Was? Mein Name ist Hart. Dr. Hart, bitte, holen Sie mich hier raus. Sind Sie sicher, dass er es ist? Positiv. Dieses Mal gibt es kein Entkommen, Doktor. Ich würde mir ja erst Ihre Organe nehmen, aber wir haben leider keine Zeit dafür. Sie sind verrückt. Er ist verrückt. Bitte lassen Sie nicht zu, dass er mir das antut. Okay, wir haben die Wahl. Wir können es Garrus überlassen. Wir können es wohl wahrscheinlich selber machen. Oder wir können Garrus zurückhalten. Die Frage ist jetzt, was mache ich? Meine Garrus hat uns ja die Geschichte erzählt. Er hat mit Organen gehandelt, die er seinen Mitarbeitern zuerst eingepflanzt hat, die dann in den Körpern gewachsen sind. Dann hat er sie wieder entnommen und so weiter und so fort. Und wir haben ja gerade gesehen, diese Testsubjekte da waren keine Menschen mehr. Was machen wir? Machen wir ihn fertig? Oder aber pfeife ich Garrus zurück? Ich würde fast sagen, dass das einfach Garrus' Mission ist. Ich würde es ihm am liebsten Garrus entscheiden lassen, ehrlich gesagt. Warum steht hier links nicht Garrus? Aber wir sind natürlich... Wir nehmen ihn mit und übergeben ihn dem Militär. Aber wir haben ihn. Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen, nicht schon wieder. Wenn er stirbt, werden wir nie erfahren, was er vorhatte und wie er das gemacht hat. Wir nehmen ihn mit, verhören ihn und dann setzt er seine Zeit ab. Okay. Das stimmt.
Sie sind ein sehr glücklicher Salarianer. Sie haben dem Commander ihr Leben zu verdanken. Oh, vielen Dank. Feinde gesichtet! Oh, wir dürfen ihn trotzdem... Und so muss er trotz allem sterben. Was machte das alles für einen Sinn? Sie können nicht vorhersagen, was die Leute tun, Garrus. Aber sie können kontrollieren, wie sie reagieren. Und das ist letzten Endes alles, was zählt. Ja. Jemanden wie Sie habe ich noch nie getroffen, Commander. Tja, ich schätze, wir sind hier fertig. Okay. Das war jetzt für mich übrigens neu, weil ich nämlich beim ersten Versuch die Option genommen habe, erledigen Sie ihn. Dann ist er natürlich auch tot. Aber wir haben eben... ich war mit der Entscheidung auch nicht ganz glücklich. Gut. So, Saleons Medizinausrüstung ist befleckt mit dem Blut vieler verschiedener Lebewesen. Hellblau, violett, orange und eine ganze Reihe dunkelroter Flecken. Aber sein Schaffen ist jetzt vorüber. Es wird Zeit, zur Normandie zurückzukehren. Aber natürlich nicht, ohne dass wir hier noch ein bisschen geplündert haben. Erstmal die medizinische Station. Wir machen das jetzt hier alles mit Universalgel. Ich habe keine Lust, hier jetzt die ganze Zeit hier diese ganzen Kisten zu hacken hier. Ja, und so ist er trotzdem am Ende draufgegangen, weil er nicht aufgeben wollte. Er wollte sich nicht einsperren lassen. Er hat es selbst entschieden. Jetzt habe ich irgendwas zu Universalgel gemacht, aus Versehen. Das wollte ich gar nicht. Der Salarianer hat sein Schicksal selbst entschieden. Wir haben ihm eine Chance gegeben. Und er hat es verkackt. So einfach ist das. So, damit kommen wir zurück zur Normandie. Und wenn wir dort sind, werden wir dann nochmal mit Garrus sprechen. Und wir werden wahrscheinlich noch ein paar andere Gespräche, wenn wir den Ausgang finden, natürlich nur. Ja, hier. Wir werden noch ein paar andere Gespräche führen, denn ich habe rausgefunden, wir müssen offenbar nicht warten, bis wir die nächste Mission, die nächste Hauptmission oder so erledigt haben. Tatsächlich haben die Leute schon neue Dialoge. Jetzt aber erstmal zurück zur Normandie. So, da wären wir wieder und wir machen uns auf den Weg nach unten. Falsche Richtung. Und werden als erstes ein paar Worte mit Garrus wechseln, die wahrscheinlich jetzt ganz anders sein werden als bei der ersten Aufnahme. Denn den Dialog aus der ersten Aufnahme, den hatten wir gerade eben schon fast. Als wir den Dr. Saleon gestellt haben. Jetzt bin ich gespannt, was er jetzt zu sagen hat. Weil Garrus die... mir fehlt gerade das Wort. Die Lektion schon gelernt hat. So, mal sehen, was er zu sagen hat. Commander, ich... Was kann ich für Sie tun? Liegt Ihnen etwas auf dem Herzen? Es geht um Saren. Ich frage mich langsam, ob wir ihn je finden werden. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Und er hat diese verdammten Geht. Wir kommen ihm näher, Garrus. Wir werden ihn finden. Wenn ich nur Ihre Zuversicht hätte. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er mit dem, was er getan hat, durchkommen könnte. Ich weiß, dass Sie tun, was Sie können. Und wenn ihn irgendjemand fangen kann, dann Sie. Aber wenn es irgendetwas gibt, womit ich Ihnen helfen kann, irgendetwas, sagen Sie mir einfach, was ich tun soll und ich tue es. Ich verstehe Ihre Besorgnis, aber wir werden ihn finden. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist. Jawohl, Sir. Ich werde bereit sein. Kann ich Sie etwas fragen, Commander? Natürlich. Was gibt es? Sind Sie besorgt, dass der Rat Saren schützen könnte? Ich meine, weil Sie sich vorher auch nicht gerade überschlagen haben. Was ist, wenn wir ihn finden und zurück zur Zitadelle bringen und Sie dann nichts unternehmen wollen? Okay, bis jetzt ist der Dialog gleich. Der Rat hat ja nun mittlerweile mitbekommen, dass Saren nicht ganz sauber tickt. Von daher bezweifle ich das. Ich habe das Gefühl, dass das gar keine Frage ist. Sagen Sie, was Sie denken, Garrus. Nun, vielleicht sollten wir Ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben, Commander. Meiner Meinung nach ist Saren viel zu gefährlich, um am Leben bleiben zu dürfen. Es könnte einfach zu viel passieren. Er könnte entkommen oder der Rat könnte ihn gehen lassen. Wenn wir ihn finden, falls wir ihn finden,
Ich wollte vorschlagen, dass wir ihn aufhalten. Ein für allemal. Okay, jetzt würde normalerweise hier kommen, das denken Sie nach, was wir in dem Dialog auf dem Schiff hatten, bei dem Dr. Saleon. Das fehlt jetzt hier völlig. Also die Lektion haben wir ihm quasi schon beigebracht. Allerdings hat er auch nichts daraus gelernt, oder? Wenn sich Sarah nicht einsichtig zeigt, wenn er mich dazu zwingt, dann werde ich ihn augenblicklich töten. Aber nur, wenn es absolut notwendig ist. Aber was bringt es, ihn am Leben zu lassen? Er bekommt nur die Gelegenheit zu entkommen oder den Rat zu zwingen, ihn anzuhören. Und was ist mit den Geht? Sie könnten versuchen, ihn zu befreien? Okay, jetzt kommt es mit dem Denken Sie darüber nach. Verdammte Axt! Das ist genau der gleiche Dialog jetzt, ne? Wir wissen mehr über Sarens Pläne als jeder andere, aber was wissen wir wirklich? Wenn wir ihn einfach töten, haben wir keine Chance mehr, alles herauszufinden. Ja, ich verstehe Sie. Denken Sie wirklich, dass noch mehr dahinter steckt, außer der Tatsache, dass er ein durchgedrehter Irrer ist? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber dieses Risiko werde ich nicht eingehen. Ja, Sir. Ja, es war natürlich jetzt nicht genau der gleiche Dialog wie mit dem Dr. Saleon. Aber sinngemäß war es tatsächlich das gleiche. So, als nächstes quatschen wir mit Rex. Ist zumindest nie langweilig mit Ihnen, Commander. Waren Sie schon einmal auf Missionen wie unseren? Ob ich die Welt schon einmal vor der sicheren Vernichtung retten durfte? Nein. Aber ich habe schon einige andere Abenteuer erlebt. Dann schieß mal los. Gab es dabei einige besonders interessante Geschichten? Ja, ein paar. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Volus-Diplomaten. Was für ein Arschloch. Was sollten Sie für ihn tun? Ich sollte seine Vergangenheit auslöschen, einen alten Freund beseitigen, der zu viel wusste. Tja, sein alter Freund erwies sich als eine Asari-Kommandokämpferin. Autsch. Da könnte man ins Grübeln kommen. Was? Nein. Alina und ich waren alte Freunde, sozusagen. Als wir uns trafen, hatten wir beide einen Auftrag erhalten, den gleichen Turianer zu töten. Und wir wollten beide nicht, dass der jeweils andere ihn zuerst ausschaltet. Also haben wir mehr Zeit damit verbracht, uns gegenseitig zu bekämpfen, als den Turianer zu jagen. Und wer von Ihnen hat ihn schließlich ausgeschaltet? Nennen wir es ein Unentschieden. Ich habe seinen Kopf zurückgebracht und Sie den Rest von ihm. Soweit ich weiß, wurden wir beide bezahlt. Ist ja auch egal. Als ich Alina von dem Auftrag des Diplomaten erzählte, fanden wir die Sache todkomisch. Was haben Sie getan? Ich wollte auf keinen Fall den Auftrag verlieren, aber ich schuldete Alina Respekt. Also ließ ich Sie den Ort aussuchen, wo wir kämpfen würden. Sie entschied sich für eine alte salarianische Raumstation voller Söldner und Schmuggler. Auf diese Weise mussten wir uns keine Sorgen über unschuldige Zivilisten Opfer machen. Sie hatte immer diese seltsamen Skrupel. Tja, und Rex hat offenbar überhaupt keine Skrupel, dass er tatsächlich die beseitigen wollte. Was ist dann auf der Station passiert? Zunächst nicht viel. 2 Tage lang habe ich sie durch die Station gejagt. Ich hatte schon meine ganze Munition verschossen. Ich musste einen Haufen Söldner töten und ihre Schrottwaffen benutzen. Am 3. Tag war die ganze Station ein einziger Trümmerhaufen. Die Söldner waren tot oder geflohen und die Lebenserhaltungssysteme zusammengebrochen. Aber ich hatte sie. Sie hatte sich in der Krankenstation eingeschlossen. Sie versuchte, sich selbst zusammenzuflicken. Verdammt zähes Mädchen! Und dann gerieten die Dinge außer Kontrolle. Ich wollte sie mir gerade vornehmen, als der Stationskern instabil wurde. Ich habe es gerade noch zurück in mein Schiff geschafft. Die Asari-Kommandokämpferin hat es wohl nicht rausgeschafft. Ich habe die Station aus der Ferne beobachtet. Ich habe sie nicht entkommen sehen. Und als die Station hochging, blieb nichts übrig, das größer als ein Turianer-Hoden wäre. Also bin ich zurück zu dem Diplomaten, um ihm die guten Neuigkeiten zu übermitteln und meine Bezahlung abzuholen. Aber auf halbem Wege zu ihm bekam ich eine Nachricht von Alina. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich bin ja nicht abergläubisch, aber wenn jemand das überleben kann, dann hat er es auch verdient zu leben. Zumindest noch für eine kleine Weile. Okay, und der Volus?
Was war mit dem Diplomaten? Sein Auftrag lautete doch, sie zu töten. Ich erzählte ihm die Wahrheit. Dass Alina überlebt hatte und mächtig sauer auf ihn war. Also bot ich mich gleich als sein Leibwächter an. Ja, hat er trotzdem noch seinen Profit daraus geschlagen, offenbar. Sie sind cleverer, als Sie aussehen, Brax. Er behielt mich sogar bis zu seinem Tod als persönlichen Leibwächter und er durfte eines natürlichen Todes sterben. Das war der einfachste Job, den ich je hatte. Vielleicht ein wenig zu langweilig, aber Credits sind nun mal Credits. Bis dann, Rex. Shepard. Okay, das hätten wir auch geklärt. Dann ist als nächstes Ashley dran. Das dürfte wieder ein bisschen interessanter werden. Mal sehen. Es gibt einen Grund für alles, was geschieht, Shepard. Auch wenn wir ihn nicht immer verstehen, was auf Arkuse passiert ist. Es war nicht leicht, seine Einheit zu verlieren, ich weiß. Aber so hast du den Antrieb für diese Mission bekommen. Und das hat dich hierher geführt. Du kommandierst das beste Schiff der Allianzflotte. Dies ist genau der Ort, an dem dich die Allianz braucht. Ohne dich unter Druck setzen zu wollen. Okay. Ja, wir haben natürlich wieder die Möglichkeit zu sagen, also zu flirten und so weiter und so fort. Das Problem ist, die beiden oberen Punkte führen zum Flirt. Und das wäre wahrscheinlich irgendwas Gemeines oder so. Gut zu wissen, wo ich in der Galaxis stehe. Wie ist mein Stand bei dir? Du stehst etwa einen Meter weit weg. Vielleicht auch 1,2. Tut mir leid. Ich bleibe ernst. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Wir haben uns auf die Mission konzentriert. Wenn wir fertig sind, wird alles anders sein. Das schwöre ich. Hoffentlich kannst du warten. Solange es sein muss, aber sicher wohl kaum. Ich werde mich mit einer kalten Dusche abkühlen. Das ist der richtige Kampfgeist, Skipper. Immer schön standhaft bleiben. Aber ich warne dich, ich bin nicht nur auf dem Schlachtfeld eine Wildkatze. Das glaube ich, ja. Schlaf gut, Shepard. Ja. Also, Ashley könnte was laufen. Mit Talia haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gequatscht. Ich würde gern Fahrstuhl fahren. Komm, ich will den Aufzug betätigen. So, fehlen im Grunde genommen nur noch Kaidan und Liara. Ich würde sagen, wir quatschen zuerst mit Kaidan jetzt und zum Schluss dann mit Liara. Mal sehen, was der Kaidan so Neues hat. So, wenn man eine Folge ein zweites Mal aufnimmt, ist es echt immer schwierig zu kommentieren, weil man das Gefühl hat, es eben schon mal gesagt zu haben. Ne? Das ist manchmal schwierig. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie bei all dem noch Zeit zum Reden haben. Es muss doch ein paar Xenobiologen geben, die etwas über den Turianer nachlesen wollen. Ja, und du bist ein Arschloch, ehrlich gesagt. Der Papierkram läuft nicht weg. Haben Sie was auf dem Herzen? Ich suche nur nach einem offenen Ohr. Die Nachbesprechung war nicht der richtige Ort, um zu sagen, wie lächerlich das ist. Scheinbar ist jede Rasse der Galaxis mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Sie wollen nicht sehen, was ihnen bevorsteht. Wollen Sie glauben, alles sei in bester Ordnung? Klingt sehr menschlich für mich. Ja. Ich schätze, einige Dinge werden problemlos von Spezies zu Spezies weitergegeben. Ich sollte das nach dem, was Vernus zugestoßen ist, lieber nicht vergessen. Vernus war, glaube ich, sein Mentor, dieser Turianer, dieser Lehrer. Ich denke, dass Sie sauer sind wegen der Prügel, die Sie von Vernus erhalten haben. Bevor ich Vernus traf, wusste ich genauso viel wie jeder andere Zivilist. Aliens waren seltsam, überlegen und versuchten uns vorzuschreiben, was wir zu tun haben. Seit dem ersten Kontakt sind ja auch erst 26 Jahre vergangen. Das ist nicht gerade viel Zeit, sie zu verstehen. Es war Vernus, der mir gezeigt hat, wie menschlich Aliens sind. Sie sind nicht anders oder besonders. Es sind Trottel und Heilige, genau wie wir.
Himmel, als ich endlich meine Rache bekam, wollte ich sie nicht mal mehr. Normalerweise sind sie nicht so reizbar. Was war letztendlich passiert? Er hat eine Frau verletzt, ihr den Arm gebrochen. Sie griff nach einem Glas Wasser, anstatt es biotisch zu sich heranzuziehen. Sie wollte einfach nur was zu trinken haben, ohne Nasenbluten zu bekommen. Und ich stand auf, wie ein Idiot. Ich wusste eigentlich gar nicht, was genau ich dann tun wollte. Nur irgendwas. Und Vernus verlor die Nerven. Er prügelte mich halb tot. Und dabei schrie er immer wieder, dass sie uns in die Steinzeit zurückbomben hätten sollen. Und in dem Moment kam das Messer ins Spiel. Ein Militärmesser. Direkt in mein Gesicht. Ich rastete völlig aus und trat ihm mit meinen biotischen Kräften voll in die Zähne. Fast so fest, wie ich es jetzt könnte. Und mit 17 soll das schon was heißen. Naja, was mir gerade eben auch mal wieder auffällt an den Dialogen ist, dass man oft das Gefühl hat, die würden aneinander vorbeireden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie die Dialoge getrennt aufgenommen haben. Ich glaube auch, wir haben ja beispielsweise hier beim ersten Mass Effect ist es ja so, dass alles auf Deutsch ausgesprochen wird, also geht oder Saren und so weiter. Und ich glaube, es liegt einfach daran, weil die kein Original hatten. Die hatten einfach nur die Texte und haben die dann eben halt so gelesen und gesprochen. Und beim zweiten Teil war es dann ja alles korrekt. Und da kannten sie dann halt zumindest schon die Texte vom englischen Original, vom ersten Teil halt. Ich denke, das ist einfach das Problem, wie so eine schlechte Synchronisation eben zustande kommt. So fest zutreten zu können, muss sie zu Tode erschreckt haben. Nicht so sehr, wie es Vernus erschreckte. Der Tritt brachte ihn um. Der Tritt brach ihm das Genick. Sie hätten ihn vielleicht retten können, wenn sie ihn schnell genug ins Krankenhaus gebracht hätten. Aber das taten sie nicht. Sein Rücktransport sorgte für großes Aufsehen. Das BAAT-Training wurde eingestellt. Kinetics war einige Jahre später am Ende. Also ja, wahrscheinlich hasste ich diesen Turianer. Ich meine, wenn ein Arschloch reichen würde, eine ganze Rasse zu beurteilen, dann müsste ich auch die Menschen hassen. Vernünftige Einstellung. Behalten Sie einen kühlen Kopf, dann werden wir prima klarkommen. Vernünftig zu bleiben ist ungefähr alles, was uns geblieben ist. Jeder andere in der Galaxis scheint den Verstand verloren zu haben. Anwesende natürlich ausgenommen. Tja, also offenbar hat Kylan ähnlich wie auch Ashley Oh, guck mal, wir können wieder das aus dem Fach nehmen. ähnlich wie Ashley so seine Startschwierigkeiten mit Aliens gehabt und so weiter und so fort, hat das Ganze aber eleganter in den Griff bekommen oder überhaupt in den Griff bekommen. Ich glaube, Ashley hat da noch gar keinen Versuch gestartet. Da steckt ja halt diese Familiengeschichte halt hinter mit ihrem Vater und so weiter, das hat sie alles erzählt. Naja gut, wir reden als letztes mit Liara. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Sie waren sehr verständnisvoll, Shepard. Sehr geduldig. Ich weiß das zu schätzen. Ich weiß, dass es einige seltsame Ansichten über mein Volk gibt. Ich kenne die Legende über die Promiskuität der Asari. Aber diese Gerüchte basieren im Allgemeinen nicht auf der Wahrheit. Ja. Wenn sich ein Mitglied meines Volkes mit einem Individuum einer anderen Spezies vereint, so ist das ein sehr tiefer und spiritueller Austausch. Wir gehen so eine Verbindung nicht leichtherzig ein. Bei Ihnen klingt das fast mystisch. Eine wahre Einheit geht weit über eine gewöhnliche Verschmelzung hinaus. Es ist eine Verbindung, die das physikalische Universum übersteigt. Zwei werden eins. Gedanken und Sinne verschmelzen. Identitäten vermischen sich. Erinnerungen und Gefühle verweben sich miteinander und werden zu einem einzigen, verzückten Ganzen. Es ist mit keiner anderen Erfahrung zu vergleichen. In gewisser Weise kann dieses Ereignis das ganze Leben verändern. Klingt, als sollte man das mal ausprobiert haben, oder? Das klingt unglaublich. Wollen Sie damit sagen? Oh nein! Ich bin nicht besonders gut darin, was? Tut mir leid, Shepard. Ich wollte Ihnen bloß erklären, warum ich so zurückhaltend gewesen bin. Die Verbindung ist mehr als bloß Sex. Sie ist das Lebensblut meiner Spezies, die Art, auf die wir uns vermehren und als Gesellschaft wachsen. Darum habe ich nie... Ich meine, darum müssen wir uns unsere Partner mit großer Sorgfalt auswählen. Liara ist also noch unschuldig, quasi.
Also so klingt es zumindest. Und wir brauchen ja nichts überstürzen. Ich möchte, dass Sie sich dessen absolut sicher sind, Liara. Ich bin erst 106 und nach Asari-Maßstäben damit gerade erst erwachsen. Und ich habe den Großteil meiner Zeit mit meiner Forschung verbracht. Ich habe nie wirklich daran gedacht, erst als ich Ihnen begegnet bin. Sie sind für mich etwas Besonderes, Shepard. Aber nach allem, was geschehen ist, Saren, die Geth, die Reaper, weiß ich nicht, ob wir bereit dafür sind. Dies sind dunkle Zeiten, Liara. Vielleicht, wenn alles vorüber ist. Ich bin froh, dass Sie mich verstehen, Shepard. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Wir müssen unsere persönlichen Gefühle ignorieren und uns darauf konzentrieren, Saren aufzuhalten. Ich wünschte, es wäre anders, aber wir müssen alle Opfer bringen. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Jo. Mach's gut, Liara. Also, wenn ich einen Kritikpunkt habe an dem Spiel, dann ist es der Romanzenaufbau. Denn man ist fast gezwungen, mit Liara und Ashley gleichzeitig anzubandeln durch diese Dialoge, weil es sind immer zwei Dialoge, die führen eben zum Flirt. Warum fahre ich jetzt hier nach unten? Ich wollte nach oben. Och Mann. Ja, es gibt immer zwei Dialoge, die führen halt zum Flirt und einen Dialog, um es abzuschmettern. Und dieses Abschmettern klingt einfach, wenn man es so liest, scheiße. Muss ich ganz einfach mal so sagen. Und von daher ist, glaube ich, die Entwickler haben das auch gewollt. So, wir fahren wieder hoch. Ich glaube, die Entwickler haben das auch gewollt, dass man mit beiden anbandelt. Und warum, das werden wir auch noch in späteren Folgen dann sehen. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, Würmeier hinter uns bringen. Wobei, vielleicht kommt es dann doch nicht dazu. Aber ich will nicht so viel verraten. Wir sind jetzt erstmal durch mit dieser Folge. In der nächsten Folge werden wir uns unserer bis jetzt letzten Nebenmission zuwenden. Und zwar geht es da um, ich habe es wieder vergessen. Ach, um Biotika, genau. Da geht es mal wieder um Biotika, die irgendwie Geiseln genommen haben. Und das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Für heute sind wir fertig. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.